Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Special-Video. Wie ihr wisst, Memory of Us hat mir wirklich richtig gut gefallen, aber der Kampf am Ende war brutal. Ich habe vieles rausgeschnitten und wollte euch jetzt nochmal so einen Special-Einblick über die Verzweiflung geben. Viel Spaß! Ach du, oh, was ist Habt ihr die gesehen? Ja, ihr habt die gesehen, ich weiß. Oha! Okay, Alexandra, konzentrieren. Ich kann doch mit deinen kleinen Dinger doch nichts ausrichten. Mamo, ach komm! Oh. Sag, was? Wie soll ich das machen? Oh Mann! Die verfolgen mich so. Ich brauche ein anderes Geschütz. Ich hätte gerne ein paar Kanone. Oh mein Gott. Stunden später, Alexandra versucht es immer noch. Ganz gechillt. Oh Mann, ist das schwer! Flammi! Nee, Quatsch, mein Scherz. Ach, jetzt fliegen die da oben an, noch runter. Ich glaube, du willst mich verarschen. Ach nee. Okay, wir schaffen es immer weiter. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch. Gibt's eine Heilung? Irgendwie? Irgendwo? Ich dachte, eben wäre ich K.O. Och, nee! Oh. Ich habe keine Kraft mehr. Ich brauche kurze Pause. Bin gleich zurück. Nach so vielen gescheiterten und verzweifelten Versuchen, diesen Walhai, was auch immer, zu besiegen, konnte ich das natürlich vor Flammi und Marcel nicht geheim halten. Ob sie mitspielen dürfen und es selbst versuchen dürfen, seid gespannt. Flammi hört mich die ganze Zeit schreien und muss jetzt mal gucken, was ich da mache. Ja, Happy Tune umgespielt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, was sie sagt. Und ich lasse dich nicht spielen. Aufgeben ist keine Option. Ach, du hier stelle und einfach auf die rote Teile. Aber ich muss verdammt nochmal noch ausweichen. Jetzt haben sie mich schon zweimal getroffen. Da. Das war das Absicht. Nur dreimal hast du getroffen? Ja. Nur dreimal. Okay. Ich versuch's jetzt noch einmal, liebe Zuschauer. Flammi darf einmal. Weil ich brauche eine Zigarette. Ich kann hier schneiden. Ich habe verdammt viel Schneidearbeit. Aber ich schneide sogar recht gerne. Wenn ich Zeit und Lust habe, mache ich das echt gern. Und meine Zahnschneide doch nicht. Mein Liebi, viel Spaß. Pfeiltaste rechts, links, ich gehe in den Rahmen. Ich will so gar nicht, wie es geht. Pfeiltaste rechts, links, Leertaste. Hey, Maus? Nein! Wie schießt sich? Du steuerst mit dem Pfeilwasser. Okay, großer. Alter! Was soll da oben Kommando getroffen werden? Okay. Hallo, mein Groß! Allerdings ich auch schon. Okay. Das macht mehr Sinn. Okay, mein Groß. Oh, ich wusste, dass du nach hinten und vorne gehen kannst. Ich hab doch gesagt, Pfeiltasche rechts. Der Denkgroße. Jetzt kommt Marcel, ach noch. Jetzt
sind braun. Ich hab einen Bart. Flammi hat's auch nicht geschafft, nur so zur Info. Okay. Tisch klar, ich guck zu. Oh, jetzt bist du unter! Hi! Man muss den bösen diesen Koffer noch töten. Hund? Sogar ein Hund? Schwal. Boah. Die sind fies. Wie schieße ich? Lenke, du Pfeiltaste? Ja. Leer. Ich klemm die Leier schon. Na gut, wenn man es der ist ruhig, bin ich nicht bunt. Ja, schon klar. Bin ich drauf, ne? Ja, sicher, nehme ich auf. Und dann, warum kriegt ihr mich jetzt alle ran? Tja, das ist schwierig. Marcel, danke für den Code, ne? Heute verflucht mich da alle drüber. Das ist gut. Aber es ist ein cooles Spiel. Ja, die hast du mit Hexen unterladen. Geh ich in die Nerven. Ich hab schon nach Sheets nur geschaut für das Game. Es gibt 5 Sheets. Lass es. Ich kein Rücken. Ich hab eine Idee, vielleicht was sein könnte. Revanchieren für Rocket League. Ne, was Fortnite. Wo ich an Tastatur gelangt habe. So im Vorübergehen. Hab ich ihm in die Tastatur gelangt. Fand das sehr witzig. So, jetzt muss ich erst wieder reinkommen. So Leute, tut mir jetzt die Sauer jetzt. Oh, ich will gar nicht wissen, wie lange ich hier schneiden muss. Oh Gott. Ich mache euch ein Special, habe ich mal eben überlegt. So, Verzweiflung. So eng liegen Freude und Leid. Freude, wenn ich ihn endlich besiegt habe. Wo müssen die Treffer? Verfluchter Mist, das gibt's doch nicht! Oh. Also, ich glaube, mir stehen die Falde ins Gesicht. So lange haben wir jetzt eh faltig, aber egal. Bei dem, was ich hier leiden muss, kriege ich 10 Falde mehr. Oder 10 graue Ohr oder was auch immer. Dann macht die Gosch nicht auf. Warum macht er jetzt die Gosch nicht auf? Warum hat er das jetzt schon mal gemacht und jetzt nicht? Wann macht er das Auge auf? Verfluchter Mist, weil genau das muss getroffen worden. Raus, mach die. Mach dein Echt auf. Du willst mich doch jetzt wohl auf die Schippe nehmen. Warum macht der das verfluchte Bullach nicht mehr auf? Oder was auch immer das ist. Hol doch mal Luft und Waldo. Hol doch Luft so plupp. Ich war mal in MSV. Grüße an Leo. Wie ist dieses Spiel? Ich habe mich kaputt gelacht. Ich hatte so viel Spaß beim Zugucken. Mensch, wie hieß denn dieses Spiel? War so auf Comicart aufgebaut. Blanke Verzweiflung. Ich glaube, dieses Spiel ist nie zu schaffen und habe mich echt kaputt gelacht. Mich köstlich amüsiert. Die Schadenfreude. Ich nehme alles zurück. Alles. Gut, weil die doch in Speicherpunkt sitzen. Oh, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich wollte es gerade sagen. Er haut es auf. Trifft dieses verfluchte Ding da oben. Mist, zu spät, ach Mann. Mehrfachen Versuchen
habe ich dann einen Cut gemacht und gedacht, ausgeschlafen und in Ruhe runtergefahren, wird es doch dann irgendwann klappen. Das sehen wir den nächsten Tag. So, neuer Tag, neues Glück. Und wenn ich diese Antenne klar habe, diese da, dann öffnet sich dieses Bullauge und der stoppt. Moment, jetzt brauche ich natürlich wieder eine rote Dinger, damit die auch im Auge treffen können. Und jetzt kommt natürlich gerade Kennst du, Dunnerwetter. Und dann kriege ich dann Knacks. Oder ich. Aber Prinzip verstanden, okay. Kann sich jetzt nur noch um Stunde handeln. Glaubt ihr, ich werde in diesem Jahr, zumal du musst dreimal besiegen, gell? Vermute ich, weil drei Treffer habe ich. Mit Sicherheit. Kurze Heilung, weiter geht's. Aber okay, so ist das Prinzip. Wenn man das dann nur verstanden hat, Junge, du blutest, ach, das tut mir aber leid. Das tut mir aber so leid. Wie schießt der, wenn es drei sind? Dreifach? Wow. Hopp noch. Ja, la. So, ich bin der Meinung, ihr habt jetzt echt mehr wie genug mitgelitten. Ich würde euch jetzt den Siegeskampf irgendwann, es ist nicht zu glauben, aber irgendwann habe ich es dann doch tatsächlich geschafft. Und den Kampf, den schauen wir uns jetzt an. Viel, viel Spaß. Haupt noch an mich. Oh mein Gott. Es ist so peinlich. Es ist so mega, mega peinlich. Komm her, du Antenne, du. Was auch immer, fühle Antenne. Ich bin runter und ich gehe hoch und treffe diese verflixte Antenne, jawohl. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Mitte. Ja, genau, das ist das Prinzip. So, und jetzt stopp, dass ich mich heilen kann. Okay, auf zum zweiten Kampf. Wir gehen zurück. Schießen los. Kann das sein, dass die Antenne größer geworden ist oder spiele ich? Am einfachsten ist hier dieser Laserstrahl. Ja, habe ich es geschafft, bevor es gucken. Ja! Heilung! Ja. Demo. Mitte, volle Konzentration. Er muss runter und ich hoch. Bitte keine Granate, bitte in die Treffseite. Scheiße, die kommen noch, die Drecksviecher! So, warte. Nein, zu früh. Ja, ja, bitte. Nichts passiere mir jetzt. Ich hab's. Oh. Meine Fresse. Noch anderthalb Stunden. Mit Pause zwischen Flammi und Marcel. Ich hab's geschafft. Nach eineinhalb Stunden war die Freude riesengroß, diesen Kampf geschafft zu haben. Ich bedanke mich bei Chocolate Hills für, ja,
für das Spiel. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen, es zu spielen. Ich fand nach dem Kampf wahnsinnig spannend. Es ist ja dann so diesen Ehrgeiz, den man hat, das dann zu schaffen. Ich danke euch allen, die mich begleitet haben, mir immer wieder hilfreiche Tipps gegeben haben. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Ich freue mich aufs nächste Projekt. Dank euch fürs Zusehen. Und bis bald. Ciao.